Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Unify-Controller unter Windows ein SSL-Zertifikat einsetzen könnt bzw. austauschen könnt. Wir fangen an. Dazu brauchen wir einmal den Key Store Explorer. Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Und den Rest mal und die PFX-Datei eures Zertifikats. Das heißt, eine PFX-Datei mit einem Kennwort. Dadurch, dass da der private Schlüssel und der öffentliche Schlüssel integriert sind. Beziehungsweise, genau. Das heißt, wir öffnen jetzt einmal kurz den Keystore Explorer. Machen wir den Haken mal raus, dass die Werbung nicht kommt, beziehungsweise die Infos. Dann möchten wir gerne einmal auf Neu. Und hier ist ganz wichtig, ihr müsst JKS auswählen. Geht auf OK. Und dann fangen wir an mit Werkzeug. Dann sagen wir Schlüssel importieren. Dann bleibt es PK12. Dann gehen wir auf OK, geben das Kennwort der PFX-Datei an, die ihr erstellt habt. Export, boom, importieren. Hier ist wichtig, das darf nur Unifier heißen. Dann gehen wir einmal auf OK. Jetzt fragt er nach einem Kennwort. Da ist es wichtig, es muss R Control Enterprise heißen. Packe ich euch aber unten nochmal in die Videobeschreibung rein, was eingegeben werden muss. Können wir hier auch nochmal gucken. So wird es geschrieben. Einmal auf OK. Dann sagt Schlüsselpaar erfolgreich importiert. Dann möchten wir das gerne abspeichern. Wir gehen auf Datei. Speichern unter. Hier fragt er wieder nach einem Passwort. Hier geben wir wieder das gleiche ein. Das heißt R Control Enterprise. Dann gehen wir auf OK. So, dann legt er hier eine Datei an. Die nennt sich Keystore. Dann gehen wir einmal kurz hier oben rein. Können wir auch gerade nochmal überprüfen, indem wir kurz hier eingeben. So, hier können wir einmal kurz das Zertifikat überprüfen. In dem Fall läuft das aktuell bis zum 26. Juli. Wir gehen einmal weg. Gehen einmal auf C. Benutzer. In dem Fall Administrator und Ubiquiti Unify. Je nachdem, wo ihr es halt abgelegt habt, dann auf Data. Und ihr habt ja schon die Keystore-Datei. Das heißt, hier würde es so sein, das ist meine alte. Wir würden die jetzt einfach einmal kopieren und würden die dann einmal durch diese Datei ersetzen, die wir eben gerade generiert haben. Und jetzt müssen wir einmal über die Dienste. Den Unify-Controller-Dienst einmal kurz neu starten. So. Einmal neu gestartet. Jetzt können wir es nochmal überprüfen, indem wir einfach nochmal einen Reload machen. Das dauert immer ein bisschen. Ihr seht, das denkt er aktuell. Denkt er, er hätte irgendwelche Probleme beim Laden. Wir machen dann nochmal einen Reload. Dauert circa. Je nach Geschwindigkeit von eurem System, wo es drauf läuft, 1 bis 5 Minuten. Das sieht doch schon gut aus. Jetzt gehen wir hier oben nochmal rauf, gehen auf Hilfe, Zertifikat und hier seht ihr, ist bis Oktober verlängert. Ja, das war schon gewesen bei Fragen und in die Kommentare. Für den Mori, ja, Freund, Dankeschön.